Bier, jetzt. Hallo, ihr Lieben. Grüßet euch. Heute Hallo. wieder zum Livestream. Am, was haben wir heute? Dienstag. Stimmt, also am Mittwochabend. Haha, yo. Falle. Ah, ich kann nicht mehr, lass Mit mich in dem Ruhe. Michel, mit dem Alois, Jo, moin. Kevin. Hallo. Und natürlich. Mit dem mich, mit dem, ach Gott, mit dem Sepp, vergesst. Knatterkiste, okay. Das Zweitaktöl muss ja aufgebraucht werden. Du heiliger Bimbam, ist der auch wieder da? Hallo. Ja. Um Gottes Willen, Ja. ich gehe arbeiten, Hallo. ich habe keine Zeit. War schön mit euch ausgeritten zu sein, ich muss mal laufen. Ja, Raus hau mit. rein. Tschüss. Habt ihr hier gemacht? Hallo. Ausgeritten zu sein. Ja, ausgeritten zu haben. Ja, Ja, du danke willst für uns die alle abholen hier oben. Begrüßung. Das finde ich aber Ah, oh, gut. Junge, dieses alte Krachmach-Ding, ne? Danke für die Begrüßung. Wie war der Das ist Umzug? gut, dass Krach macht. Ja, gut. Ich hab fast nichts gemacht. Kevin? Also so wie immer. Wo wäre. Was? Kevin? Was denn? Wo wäre mein Motorrad? Das ist beim Schrotthändler. Was? Nein, das steht da, das steht in der Garage. Ja. Ach ja, so. Kevin? Ja. Bin mal weg. Tschüss, danke. Tschüss. Danke für die Harte. Ja. Sag deinem Vater noch einen schönen Gruß. Was soll ich ihm sagen? Einen schönen Gruß von mir. Ja, habe Ja, ich gehört, danke. bitte. Bis Dafür weiß ich nächstes schon wieder Mal. nicht, was der macht. Ich hol den Hänger. Ach so, ja. Wir haben zu tun, Schaffler, Schaffler, Häusle baue, weißt du doch. Doch, ach, die Ferienhäuser sind die schon gekommen. Nein. Okay. Aber, apropos gekommen, ne? Du müsstest mal für mich bitte beim Landhandel gleich anrufen, nur in einer halben Ja. Stunde, Ja. und mal fragen, ob das Schmetterlingsmähwerk gekommen ist und das alte Mähwerk runter. Ich habe nämlich eine Online-Bestellung gemacht. Glaube, das ist sogar schon da. Direkt bei Pöttinger. Und dann sollen sie das Ding verkaufen. Denn andere Heckmähwerk da. Jo. Ja? Soll ich dich eigentlich da unten abholen? Nein. London? Ich gebe, du darfst gleich den Schlepper hier fahren. Wenn ich wieder hochkomme, weil dann nehme ich den Drescher mit. Und Ach dann so, und kannst du dann? mit dem anderen dann runterfahren, mit dem hier runterfahren, mit dem Mähwerk. Ich stelle gleich den Joshua ein. Ja. Und dann kannst du mich unten, wenn du das Mähwerk abgeholt hast, am Feld abholen. Weiß aber, dass dein Traktor da, dass da die Tür klemmt für mich. Ich lasse dir die Tür auf. Mein Kleiner. Okay. Habe ich jetzt eigentlich beide dran? Ja, habe ich. Ah, hätte ich vielleicht mal vorher gucken sollen, ne? Kannst du mir den Drescher ja schon mal fertig machen? Der schon. Der ist gleich fertig, ja. Boah, ist das. Oh, ist das schöner Raps. Na, fangen wir mal hinten an, komm. Dann mal ein bisschen mehr Platz und mehr Wiese. So, rum hier mit der Kiste. Bin auf dem Rückweg, ne? Jojo. Hast du die Planen aufgemacht? Nö, habe ich jetzt nicht aufgemacht. Du nimmst mich ja gleich eh wieder mit, weil ich ja dann kannst du wieder, bist du oben wieder am Hof und ich fahre mit dem Schlepper runter und mach dann unten fertig.
Damit er uns nicht zu teuer wird, weil so viel Kohle haben wir jetzt auch nicht mehr. Aber gleich wieder. Ja. Oh, was ist das denn? Wer fährt denn hier rum mit so einer alten Knatterkiste? Ach nee. Ist keiner von uns dann. Meine Güte, fahr doch mal an der Seite hier. Bin ich schneller als du, du Pappnass. So. Bist du Sonntagsfahrer? Ja, ja. Und Sonntagsfahrer mit dem 7,5-Tonner, weißt du? Ja. Ja. Wo steht der Schlepper? Der Drescher oben? Ja. Okay. Das hätte ich ja laufen müssen. Du frisst auch eine faule Socke, ey. So, Kevin, bin da. Jo. Machst du schon wieder? Ich hab dich gesehen. Aber komm, spiel nicht rum. Mach das Möppet da sauber, damit wir noch ein bisschen gut Kohle kriegen und dann bring das Ding zum Händler und ruf an, ob das andere Teil da ist. Jo. Und dann kommst du mich bitte abholen, ja? Jo. Immer durchklingeln. Jo. Ist schon da. Ja. Ja, perfekt. Dann fahr runter. Die sollen halt andere Dinge verkaufen und perfekt. La 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 la. La 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 la.
jetzt schon wieder. Moin. Ah, ich gucke nur, ich gucke nur. Geh mal hinter dir weg, da kommt wieder einer rein. Oh. Läufst du eigentlich ohne zu gucken immer auf die Straße? Nee, ich hab geguckt. Ja, dann hab ich gemerkt. Ah. Kevin, wir können sofort. Ja, ja. Neue Adresse. Ja. Schön. Ich glaube, du hast das Front-Mähwerk vergessen, Kevin. Nein. Ich bin mal wieder weg, tschüss. Ja, ich hab noch Zeit. Euch noch viel Spaß beim Essen. Ich hab doch durchbrochen, die Tür klemmt, da passt du nicht rein. Ja. Okay. Ich guck mal eben, ob mich einer von den dreien da hochfahren kann. Ich komme jetzt rüber. Jo. Na, 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 la, 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 la. Hallo Michel. Na, ah, du Quereinsteiger. Na, guck mal neben dich, wer da sitzt. Ja, da habe ich wohl schon gesehen. Deswegen sag ich ja Quereinsteiger. Ja, mein Johnny. Ich wollte nur mal wissen, könnt ihr mich wohl einer zum Hof hochfahren? Ich komme mit dem Johnny nicht rein, der Kevin ist zu fett. Darf ich das, Mom? Okay. Ja, hier, und Elias kann ich wohl nach oben bringen. Ah, echt? Gut. Ja. Ja, Kevin, fahr schon mal. Jo. Komm gleich hinterher, wo ist er denn? Hast du den 7R jetzt gefunden? Nee. Wo ist der denn? Weiß es nicht. Jetzt wird's aber echt hier bin ich. Ach, ja, na klar. Ich weiß, wo der ist. Okay, bin drin. Ja, erzähl, lass dir das... Du musst der Nase ziehen. Kevin, dann sag, wo er ist. Beim Kartoffeln. Genau, der steht noch bei Feld 24. Michel, ja. Ja. Da ist so der Karl Dieter ist so da im Kartoffelroden. Jo. In bei der BGA Feld 24. Ja, hat er, glaube ich, jetzt mitgekriegt. Du fährst aber jetzt nicht zu 24, ne? Ich will zum Hof. Ja. Ich weiß. Ja, das ist ja gut. Dann nicht, dass ihr wieder falsch fährst. Habt ihr eigentlich Dauerfunk? Ja, ne? Wir haben Elektro. Mithören, ja, aber Mikrofon musst du drücken. Ach so. Du kannst den Funk nehmen im Auto. Ja. Ja, da ist Dauerfunk, was? Vor allem, wenn du am Quatschen bist, oder, Elias? Nee. Das war zu weit, aber danke, ich steig hier aus. Ja. Tschüss. Tschüss. Du bist zu spät. Und dann packt das Muppet mal da rein, da in die Halle. Yes. Oh, nee. Oh mein. Error. So. Merci. Dann würde ich sagen,
Schnapp dir doch mal. Warte mal, was haben wir denn? Wenn wir jetzt da sind, wir am Ernten. Also kalken müssen wir noch nicht. Pflügen müssen wir nicht, da unten. Die 21. Will man nur düngen, wenn der fertig ist. Ja, wenn der da unten fertig ist, dann kannst du düngen. Dann fang doch schon mal an. Oder wir fragen den Dings mal, den Landhandel, ob die für uns den Rigi-Trag, nee, für den Lindner Multiteil Mistaufsatz haben, da können wir Mist fahren. Ah, so viel Mist haben wir aber noch gar nicht, oder? Das war schon. Aber wir, oh, 25.000 Liter. Und wir haben 19.000 Liter Milch. Pass mal ob. Wir machen das jetzt erstmal anders. A, machst du bitte jetzt erstmal die. Ach nee, dann brauchst du ja meinen. Dann brauchst du ja den Fendt, ne? Für was? Zum Saubermachen? Ne, den hier. Ja, den Johnny, genau. Ne, 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 ne. Okay, pass auf. Dann machst du jetzt folgendes: Kühe sauber machen. Ja. Milch abladen, Milch verkaufen fahren. Ja. Tiere füttern? Was? Tiere füttern? Tiere füttern, ja. Stroh rein unten. Bei den Kühe, Wasser nochmal rein. Mischration rein. Bei den Pferd neu. Bei den Hühnern sauber machen. Weizen rein. Ich mache einmal rundum, einmal durch. Und einmal alles bei den Pferden. Jo. Ja. Jo. Jo. Dann ist das durch. Das sieht gut aus. Und ich nehme mir dann jetzt den Fendt und fahre unten erstmal ab in der Zeit, wenn der da unten zugange ist. Jo. So, hoch das Ding. Auf geht's. So, ich bin da mal unten, ne? Jo. Ach Kevin, du könntest noch Eier verkaufen fahren. Ja, mach ich auch noch. Schmeißt du dir hinten auf der Ape drauf. Jo. Passt. Jo, das passt auch. Ja, und zwecks Gülletank müssen wir dann noch mal gucken. Ja, da würde ich vielleicht sagen, dass man, wenn man vielleicht die Milch verkauft hat und die Eier verkauft hat, das gibt gut Geld, sodass wir noch Geld haben. Dass wir dann einen Kredit zurückzahlen können, dass man sich entweder bei unten beim Landhandel ein Güllefass und einen Miststreuer ausleiht. Mhm. Entweder für den Lindner Multitrack oder hinten zum Anhängen. Aber ich vermute noch für den Lindner, das wird billiger. Ja. Wir müssen mal gucken, was wir machen. Oder man kauft sich das, die Geräte gleich. Ja, wir schauen mal. So, was hat denn unser. Oh, da komme ich aber genau richtig. Ach, guck mal. Jetzt habe ich den Hänger da stehen, wo die am Häckseln sind. Ja, nehmen wir den das mal ab hier.
Können wir pflanzen? So, machen wir den mal aus hier. Komm mal her. Du kannst das nicht anscheinend. Gut, dann nicht. Dann muss der Fatih das machen. Und da ist aber eine Menge, die in den Drescher reinpasst, ne? Ja. Finde ich schon mega nice. Wie ist denn momentan der Rapspreis? Hast du eine Ahnung? Oh, das ist gut, der ist gut, der ist echt gut. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir den erstmal verkaufen hier. Was haben wir denn auf den anderen Feldern drauf gemacht? Wir hatten, glaube ich, auf der. Hier, auf der 3 haben wir Raps, auf der 4 haben wir Soja. Ah, warte, ich guck nochmal. Soja, Soja. Ja, und Raps einmal noch. Dann fahre ich den jetzt gleich erst zu 3 und dann. Nee. So, 3 haben wir Raps, dann fahre ich den jetzt gleich erst dahin. Dann müsstest du mich gleich. Nur für vielleicht mit dem Auto mal rüberfahren eben. Ja. Dass ich den Trecker holen, den Stepper holen kann. Und dann können wir nämlich auf der 3 weitermachen. Und machen dann auf der 4, weil dann können wir nämlich einmal alles verkaufen. Das passt. Optimal. Gut, machen wir so. Weil ich glaube, da kriegen wir nämlich auch nochmal richtig geilen, richtig viel Ertrag runter. Ja. Aber, weißt du was? Ich fahre den Schlepper schon mal rüber und dann laufe ich gleich rüber und hole den Drescher, weil das sollte, das passt locker in den Content rein. Ja. Dann fahre ich den nämlich jetzt rüber. Brauchst du mich auch nicht rüberfahren, bis dahin ist der auch fertig. Hier. Jo. Der polnische Mitarbeiter. Ja. Oh, ja, meine Lieben, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, euer Kolke, wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Ah.